Schaut mal, wenn man so nach links und rechts wongelt, dann kippt doch gefühlt diese ganze Welt bei den isolierten Inseln, den Vergessträumen. Wird euch schon schlecht, ja? Wartet mal ab, wenn wir hier auf den Achterbahnen unterwegs sind, vom Vergessvergnügungspark. Richtig, Welt 3 wird doch mal besucht in einer kompakteren, implodierenden Variante. Welcome back, meine Freunde. Mal gucken, wie das wird. Hier gibt es insgesamt 51 Seelenfragmente vom Leopold. Ist denn der Vundaria-Park? Ich mag den Namen nicht. Aber, ja, Namen sind auch nur Schall und Rauch. Ist das meine Lieblingswelt gewesen am Ende des Tages? Eine berechtigte Frage. Was könnte meine Lieblingswelt gewesen sein? An für sich, naja, es ist eine blöde Frage. Ich gebe es ja zu. Weil jedes Level in Kirby und das vergessene Land steht für sich selbst, finde ich. Also, jede Welt hat auch Abwechslung zu bieten. Ich erwähne es nochmal. Ich dachte halt, so eine Eiswelt, naja, da kann es ja nicht viel Abwechslung geben. Ich dachte, eine Wüstenwelt, naja, da kann es ja nicht viel Abwechslung geben. Ich dachte, eine Vulkanwelt, naja, da kann es ja nicht viel Abwechslung geben. Kriegt ihr auch kaputt damit? Nee. Aber am Ende des Tages, am Ende des Tages, bin hochkonzentriert, hier geht so viel ab. Was wollte ich gerade sagen? Die Schwarzen müssen wir immer besiegen, die geben auch Seelen. Geht noch direkt aufs Konto. Ja, also die Welten fingen ja auch immer mit den erwartenden Leveln an, ne? Die Eiswelt mit dem typischen Eislevel, die Wüstenwelt mit dem typischen Wüstenlevel. Aber dann kam halt eben noch Abwechslung dazu. Da kam ja noch was Besonderes immer dazu. Irgendeine Fabrik oder Einkaufscenter oder, ne? Da kann ich nur applaudieren. Nicht nur vom Levelverlauf, sondern auch vom Setting, der Level-Thematik. Haben die Entwickler das wunderbar hinbekommen. Finde ich. Haben sie wunderbar hinbekommen. Und zwar, das abwechslungsreich zu gestalten, dass es interessant bleibt. Obwohl es halt nur so ein paar, ja, Kleinigkeiten waren, ne? Akzente, das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Obwohl es immer nur so ein paar Akzente waren. Warum ist das hier zu? Ach, ich sehe da oben. Muss ich da hin? Als ob das öffnet. Das öffnet das, okay. Hätte es auch ein Schalter sein können. Ich war schon irritated. Leider kein Bescheid bekommen gerade von Elfilin, dass wir hier alles haben. Das heißt, da fehlt schon was im ersten Bereich. Bitter. Hier war das Schwert. Gegen den wilden Eisbett gekämpft. Ich habe gar nicht so viel, ne? Ich kann gar nicht noch länger aufladen. Mir auch ein bisschen Energie zurück. Das würde mich sehr freuen. Eisbärtchen, ne? Können von mir aus auch erstmal mit Eis weiterwandern. Ah, ist auch vonnöten. Ich sehe schon. Give it to me! Was ist das für ein Raum? Also ich kann jetzt keine Parallele finden zu, oder? Habe ich den Raum im originalen Level gefunden? Kommt mir so verdammt unbekannt vor. Jawohl. Geht klar. In Ordnung. Sauber. Jiha.
Wieder 3 Sterne, das war noch ein kurzer Bereich. Ich hab noch was gesehen da oben. Ich lass mich hier nicht verarschen, Mann. Ach, Gott sei Dank, ich wollte schon sagen. Aber jetzt! Ja, er lebt noch. Er lebt noch, stirbt nicht. Geht es also wieder zurück ins dunkle Monsterhaus, oder wie sich das nannte? Das haben viele hoch gelobt, aber bei Dunkelheit hat es bei mir direkt 2 Minuspunkte. Das ist halt... So ist es. Kann es noch so genial sein? Mag ich nicht. Aber das ist okay, ist ertragbar. Ist ja der Witz dahinter, ne? Ist ja der Witz dahinter. Ich dachte, ich gehe jetzt zurück, weil da könnte was sein, eventuell. Ja, das ist da unten. Da sind zwar Treppen, aber ich glaube, da kommen wir früh genug hin, oder? Ich glaube, ich würde unten nicht mal Sachen verstecken. Oder? Ja, okay. Es wollte einfach nicht respawnen. Dritte Welt. Ja, aber trotzdem kann man sagen, es ist meine Lieblingswelt gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das war die Welt mit dem größten Potenzial, aber die anderen haben halt genauso gut geliefert, finde ich. Also, obwohl mir die Thematik gefällt, der Wundaria Park, ne, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, das war meine Lieblingswelt. Leider! Tut mir schon nur schon ein bisschen weh, so zu reden. Aber... Potenzial war da. Nee. Aber viele Attraktionen, die mich eher genervt haben. Das war... Also, das ist verhindert, dass es die Nummer 1 ist. Auch hier... Finden wir noch was? Ja, noch nicht weiter latschen. Hier gibt es noch was zu entdecken. Bin ein kleiner Entdecker, bin ich. Hä, sehen die nur was, wenn ich die anleuchte? Das sind ja nicht die hellsten Leuchten auf der Torte, ne? Ja, aber die feste Kameraperspektive, die irritiert. Ich kann mich hier halt nicht so richtig umgucken, deswegen habe ich hier auch nicht alles. Guck, ich sehe auch nichts. Ich lasse es deswegen. Deswegen lasse ich es. Ich werde dadurch nur unnötig Energie verlieren. Hier gefällt es mir schon besser, aber... So, ich ernsthaft... Wer war der Boss? Katzandra, ne? Das ist eigentlich eine schlaue Idee. Das geht auf jeden Fall. Auch auf Zeit, aber... Hä? Ich kann doch... Ich verstehe gar nicht, was das soll. Ich kann doch das trotzdem bekommen. Ja, schätze ich muss, ne? An Anbetracht dieser Energieleiste eben hielt ich das für das Klügste, was man tun könnte. Es ist ja auch kein Kindergeburtstag mehr, ne? Das ist nicht mehr das Kinder-Kirby. Aber wie ich im ersten Part sagte, nur echte Männer spielen Kirby. Okay, hier ist kein Raum mehr, dafür das. Aber wir sehen einen seltenen Stern.
Könnte die Rechnung am Ende doch passen? Wenn wir den Schlaf noch zu einmal aufpimpen wollen. Oh, den müssen wir noch besiegen. Der ist schwarz. Also der hat eine schwarze Seele. Da unten. Ah, ich kann auch... Kann ich wirklich auf dem Eis laufen? Hä? Habe ich nicht eben dadurch Schaden bekommen? I'm not sure about that. About that. Noch nicht sofort runtergehen. Ja gut, die wollen die sammeln, damit ich da die Blöcke zerstört bekomme. Gut, die kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wird doch langsam irgendwie knifflig mit den Thumbnails, ne? Also die Vorschaubilder aufs Video. Ich weiß natürlich noch nicht, was auf diesem Thumbnail jetzt drauf ist. Aber langsam gehen halt auch wirklich die Ideen aus. Was für Kirby-Formen oder Artworks da drauf geklatscht werden. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch nicht mehr sonderlich spektakulär sind. Für die Thumbnails hätte halt gesprochen, dass wir noch, dass wir 2 Level pro Part machen. Bleibt der? Geht er von selbst weg? Nee, ne? Kann man denn schnell genug sein? Anscheinend ja nicht. Dann suchen wir uns den richtigen Weg. Da habe ich was gesehen. Komme ich da so... Ja. 35, das ist noch nicht genug. Ne? Das ist... Das ist nix. Das ist Fuchsschweif. Okay, langsam, jetzt läuft's, glaube ich. Was macht der Stern? Da ist das Ziel. Ich wollte schon reinspringen. Ich habe jetzt als einziges oben rechts noch nicht Loki Loki gemacht, glaube ich. Da haben wir auch noch was. Und Schalter und hast du nicht gesehen. Okay, hier ist auch was los. Nicht das beste Item hierfür, ne? Und, so willst du nicht mehr verschwinden, ne? Der lässt mich nicht durch. Gut. Bomben! Ob ich mir gar nicht hundertprozentig sicher bin mit dem. Hat wehgetan, that hurts. Love hurts. Boah, das krieg ich ja nicht auf die Kette. Oh shit, ey. So schlecht. Ich sollte nicht dahin gehen. Mach einfach hier zack, zack, zack. Ja. Also doch halb so schlimm. Gut. Ja, ich kann mir vorstellen, jetzt noch der Boss und dann das scheine ich verpasst zu haben. Igel oder Schwert? Na, es war doch... Der Schießapparillo war so gut. Ja, doch, wir nehmen den Igel. Nicht nur, dass der einen schneller macht. Der sollte ordentlich Schaden machen gegen Illusion Leopardin Tatsandra Phantom. Oder mal gucken. Die ist nicht echt. Wow, wow, wow. Okidoki. Kann sich ziehen, leider. Vor allen Dingen, wenn die gleich nach hinten töbelt.
Nee, so auf Dauer wird das nix. Ah, die kriegt mich leider. Ich habe zu viel Energie schon verloren. Ich bin einfach zu leichtsinnig. Oh! Ist ein Miezekätzchen böse auf mich? Nur die letzte passt. Ne? Guckt euch meine Energie an. Leider. Ich bin muss Realist sein. Aber ich gebe mein Bestes. Man weiß ja nicht. Ja. Oh, das war ein bisschen wild. Na egal. Und da haben wir das Glück, ne, dass ich mich nicht beeilen muss, weil noch ein Level dran kommt. Ja, wenn, dann probiere ich es weiter mit dem Igel. Dann kann ich mir nicht aufheben, die Tomate. Das wäre halt ein Ding. Bleib in der Luft. Hast du darauf Lust? Ach, Mädchen. Ja, mit dem Igel auch dann die Sterne auf die feuern. Das ist, das scheint ordentlich Schaden zu machen. Nicht selbst das Rumigeln, sondern hier. Ja, das hat nicht geklappt. Generell funktioniert dieser Kampf sehr viel schneller als der vorherige. Auf beiden Seiten. Nur mit einer ähnlichen Tendenz an Energieverläufen. Fourth Kind! Kannst immer davon ausgehen, dass die letzte die echte ist, oder? Da kommt was. Ah! Oh, da tut er sich schwer. Da ist er schlecht. Schlecht, Markus, schlecht. Der Kirby, Derby, Murby, Schmurby, Derby. Der Derby, Kirby. Oh, es ist mir aber auch langsam ein Leid, ne? Also diese Bosskämpfe nehmen einfach Überhand. Ich sage es euch, wie es ist. Also für mich, ne? Da habe ich nicht den Spaß. Also für Bosskämpfe spiele ich kein Kirby. Klar, die gehören dazu, weil Bosskämpfe ein Videospiel, ne? Ein Ding. Aber naja. Die ist aber überlegen, ne? Meine Leiste geht schneller runter als ihre. Das ist bittere Wahrheit. Könnt ihr selber Not-Damage machen. Das krieg ich nicht mehr. Schon viel Schaden. Allein so zwei kleine Sterne. Aber er hat halt auch sonst nichts. Oh, und es wird noch knapper. Kennt ihr Kapp und Kappa? Jetzt kommt Knapp und Knapper. Aber die Tendenz stimmt. Und das obwohl zwischenzeitlich katastrophal aussah gerade. Manege frei. Zirkustiere.
Freunde. Als Kind, ich glaube, ich war als Kind nur im Zirkus, wo nur Akrobatik war, ne? Keine Tiere. Heute weiß ich ja, es ist auch gar nicht gut, ne? Also wie Tiere teils gequält werden, um die für einen Zirkus zu dressieren. Und ja, vielleicht auf die Vergangenheit bezogen. Es gibt ja kaum noch Zirkus, ne, mit Tieren. Ja, als Kind willst du es halt sehen, ne? Die krassen Elefanten und die Tiger, die durch die Feuerringe springen. Sowas habe ich nie gesehen. Ja, aber heute weiß ich ja auch, dass es besser so war, ne? Aber kennt ihr das auch? Habt ihr euch als Kind gewünscht? Nee, da werden Tiere manchmal nicht gut behandelt. Im Zirkus. Ich finde, noch schlechter als im Zoo. Zirkushaltung ist nicht tolerierbar. Nicht tolerierbar. Diesmal hat es ziemlich gut angefangen. Ich sag euch, wie es ist, ne? Ich sag's euch jetzt schon mal. Ich mache die Turnierdinger nicht weiter. Die Turniere mache ich nicht mehr. Ich mache hier noch die Welt mit euch. Ja, und dann ist Schluss. Das, mir reicht's. Es gibt noch zwei Turniere. Wenn ihr das Meta Knight Turnier, das war ja in Ordnung. Aber ansonsten da nur Bosskämpfe, die vermutlich noch schwerer sind. Also leider wenig Interesse. Mit anderen Worten. How about no? Uiuiui, guck mal jetzt. Wenn es das nicht wird, dann mache ich definitiv was falsch. Reicht halt doch aus. Puh, und wieder eine knappe Story. Ich gebe ja zu, man könnte diese Bosskämpfe ein bisschen ruhiger angehen, ein bisschen gezielter. Da kann ich mir schon vorstellen, was du gerade in die Kommentare schreiben willst. Nimm die Hände von der Tastatur. Oder von deinem Handy. Du bist so schlecht. Ja, ich dachte halt, das klappt so. Ne, ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber na gut. Es haben 4 gefehlt. Dann ist ja nicht so viel. Ne, ist nicht so wild. Ja. Mhm. Eiswelt im nächsten Part. Vergesst Kuppe. Seht ihr, diesmal ist der Part ein bisschen länger. Was wollt ihr eigentlich? Und? Ja, also mit der Pace kommen wir auf jeden Fall auf das Soll, ne? Ist das, denke ich. Oh, ich gehe mal. Ja, ich werde in die Stadt gehen, wieder pennen, Maxi-Tomate kaufen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. In der 4. von 6 Welten bei den isolierten Inseln. Haut rein und danke fürs dabei gewesen sein. Bis dann und... Oh, nee, hier ist ein Geschenk. Werde diesmal ein Geschenk, 300 Münzen. Warum? Weil ich so viele verloren habe durch Fails. Weil ich so viel verloren habe durch Fails. Ich mal wieder on point hier. Na gut, dann müssen wir noch zusammen angucken, wie süß Kirby schläft. Ja, genieß das Let's Play, solange es noch läuft, weil es wird ein Ende nehmen. So denke ich. Aber der hat wirklich eine Mordsarbeit abgeliefert. Der muss jetzt wirklich sich mal ausruhen. Gute Nacht, Kirby. Und an meine Zuschauer, bis dann und ciao. Schlaft genauso schön.